Hi Internet und willkommen zu einer neuen Episode von Geblockt und auch endlich mit Gebastelt, denn ihr habt ja gemerkt, ich habe einen Monat lang keine Videos mehr gemacht und es lag daran, dass ich etwas krank war und tatsächlich auch diese Woche im Krankenhaus und deswegen konnte ich nicht wirklich produktiv sein und da es mir diese Woche noch immer nicht so gut ging, musste ich leider auch ein kleineres Tutorial vorziehen, weil das größere habe ich nicht ganz geschafft und ich wollte unbedingt diese Woche endlich noch ein Video bringen. Und deswegen kommt jetzt ein weiterer Teil unserer Versiegelungstutorials, denn ihr erinnert euch vielleicht, ich war mit dem Boris dran letztes Jahr und habe mehrere Versiegelungsarten durchgesprochen und habe auch Tutorials dazu gedreht und davon haben wir erst eins hochgeladen. Deswegen kommt jetzt das nächste und das ist ja auch schon irgendwie überfällig. Und dabei geht es um Papierkaschuren. Die Papierkaschur ist sehr ähnlich zu der Leimversiegelung, hat aber ein paar Vorzüge und Nachteile, die sie doch sehr unterscheiden von der Leimversiegelung und deswegen wollten wir sie euch auch zeigen. Und wir gucken uns jetzt am besten erstmal an, wie sie überhaupt geht und danach reden wir noch ein bisschen über die Einsatzmöglichkeiten. Als erstes zerreißen wir eine Zeitung und werfen die Schnipsel ins Wasser. Das war einfach. Wenn diese dann durchgeweicht sind, legen wir sie zuerst in den Holzleim ein und dann Stück für Stück auf die Maske. Achtet darauf, dass ihr keine Falten oder Knicke legt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr Unebenheiten in die Maske bringen könnt. Und achtet darauf, dass alle Enden der Zeitungsstücke auf ein anderes überlappen. Dadurch wird es stabil und deckt. Das Ganze machen wir jetzt 2 bis 3 weitere Male. Zweimal reicht in der Regel, aber je öfter ihr es wiederholt, desto stabiler wird es. Anstelle von Zeitungspapier kann man auch Packpapier verwenden. Das eignet sich auch hervorragend. Wenn alle Schichten drauf sind, lasst ihr das Ganze für circa einen Tag trocknen. Danach fangen wir schon mit dem Finish an. Wie bei der Leimversiegelung tragen wir jetzt Leim in dünnen Schichten auf und verteilen ihn sauber, entweder mit dem Pinsel oder auch mit dem Finger. Habt dabei keine Sorge, wenn der Pinsel eine Maserung hinterlässt, der Leim ist flüssig genug und verteilt sich vor dem Trocknen noch sauber. Das Ganze wird auch wieder in 2 bis 3 Schichten aufgetragen. Aber hier müsst ihr jede Schicht einzeln trocknen lassen. Wir haben hier nur 2 Schichten gemacht, weil die zweite sehr dick war. Das hat aber zu Blaseneinschlüssen geführt, was ihr gleich sehen könnt.
Solche Einschlüsse sind aber nicht so schlimm, denn wenn ihr jetzt leicht feuchtes Schleifpapier oder einen Schleifschwamm nehmt, dann bekommt ihr sie ganz leicht wieder raus. Und danach könnt ihr den wieder feuchten Leim erneut glatt streichen. So könnt ihr alle Unebenheiten ausbessern. Nachdem das komplett getrocknet ist, kommt nur noch die Farbe drauf und wir können uns das Ergebnis angucken. Also ihr seht jetzt hier auch an dem Ergebnis, das ist sehr sauber geworden. Und hier im Vergleich seht ihr jetzt auch nochmal die Leimversiegelung und es sieht sich schon sehr ähnlich. Aber wenn ihr die Sachen anfassen würdet, dann würdet ihr den Unterschied bemerken. Denn die Papierkaschuhe ist etwas schwerer und auch etwas stabiler als die Leimversiegelung, allerdings ist sie dadurch auch unflexibler. Also persönlich mag ich die Leimversiegelung lieber, weil sie die Möglichkeit bietet, sehr viele kleine Details auch noch auszuarbeiten. Und man kann natürlich mit etwas Wasser auch das Ganze wieder abreiben, was mit Papier natürlich nicht geht. Wenn ihr einmal auf der Papierschicht dann angekommen seid, seid ihr am Ende. Allerdings bietet natürlich auch die Papierkaschuhe einige Vorteile, die ihr bei der Leimversiegelung nicht habt, deswegen haben wir sie auch vorgestellt. Denn zum Beispiel, wenn ihr größere Kostümteile oder Requisiten habt oder ganze Bühnenbildsachen, die zum Beispiel aus Cobra Cast gebaut sind oder aus irgendetwas, was ihr versiegeln wollt, damit es stabiler wird, dann ist das Papier besser. Weil mit der Papierkaschuhe macht ihr es natürlich stabiler, es ist billiger, vor allem auf größeren Flächen, denn Papier und etwas Leim ist billiger als nur Leim und ihr müsst euch vorstellen, ihr braucht das Zeug ja flaschenweise auf großen Sachen. Und das geht dann mit Papier natürlich günstiger und natürlich auch schneller, weil bei der Leimversiegelung müsst ihr ja 6 bis 8 Schichten auftragen und die alle einzeln trocknen lassen. Und bei der Papierkaschuhe macht ihr 3 Schichten Papier drauf, das lasst ihr dann zusammen trocknen und danach nur 2 bis 3 Schichten Leim und dann ist alles gut. Das ist natürlich viel weniger Zeit und finanziell auch ein kleiner Unterschied, wobei der ist so klein, dass man ihn fast ignorieren kann, aber er ist da. Also ihr müsst das Ganze natürlich nicht nur auf Cobra Cast anwenden, sondern es geht natürlich auf allen Thermoplasten, also Warblers Finest Art oder Wonderflex. Oder ihr könnt damit auch Holz versiegeln. Falls ihr eine glattere Oberfläche habt oder falls ihr mehrere Materialien zusammen verbunden habt, dann könnt ihr damit eine gemeinsame Oberfläche erschaffen. Oder auch zum Beispiel auf Bauschaum könnt ihr es auch benutzen. Also da ist wirklich keine Grenze gesetzt, weil es ist nur Papier, es verträgt sich mit allem. Das war's dann jetzt aber auch für diese kurze Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr noch Fragen habt, stellt die hier natürlich. Und falls ihr mehr Infos braucht, guckt in die Infobox. Da sind Links zu mehr Videos, Links, wo ihr Cobra Cast und so weiter kaufen könnt und noch viele, viele mehr. Und natürlich sind da diesmal auch ein paar Links zum deutschen Webvideopreis, denn ein paar Videos von Geblockt sind dafür vorgeschlagen. Und wir bräuchten jetzt eure Unterstützung, damit die vielleicht in die nächste Nominierungsphase rücken. Alles, was ihr tun müsst, wäre, den Links folgen und dort auf die Abstimmbutton für Twitter, Google+ oder Facebook zu drücken. Google+. Und vielleicht rücken wir dann in die zweite Nominierungsphase und das wäre ziemlich cool. Und wir wären euch sehr dankbar. Ja, ansonsten kommt jetzt in kurzer Bälde noch ein weiteres Versiegelungstutorial und danach aber auch direkt im Anschluss eine etwas größere Bastelsache. Und falls ihr dafür einen Sneak Peek haben wollt, dann könnt ihr uns auf Facebook mal anschauen. Da werde ich später noch einen Sneak Peek zu den nächsten beiden größeren Basteltutorials posten. Das war's aber jetzt und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!